Hallo, mein Name ist Matthias und in diesem Video möchte ich dir zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, auf der akustischen Gitarre zu benden, die Saiten zu ziehen. Auch als eine Vorübung für Benden auf der Elektrogitarre. Wir beginnen mit einem kleinen Loop. Gemacht. Ich habe zuerst auf der H-Saite, die meines Erachtens auf der akustischen Gitarre am leichtesten zu ziehen geht, die ersten Töne gezogen. Ein Ganzton. Ich habe auf dieser Gitarre Martin-Saiten von 0,12 bis 0,54. Wer ähnliche Saitenstärke hat und damit beginnt zu benden zu ziehen, dem empfehle ich erst einmal mit Halbtonschritten anzufangen. Da wollen wir hin. Und wenn das ganz gut läuft, dann mit dem Ganztonschritt weitermachen. Und dem Ton eure persönliche Note geben wollt, dann könnt ihr den gezogenen Ton noch mit einem Vibrato versehen, etwa so. Oder. Ja, dann arbeiten wir uns mal weiter hoch auf dem Griffbrett. Wir befinden uns in R-Moll. Ganzton bis hier. Und wer dem noch eins draufsetzen will, zieht noch die kleine Terz mit hinterher. Und die Königsdisziplin, dann noch ein Vibrato. So, wenn wir dann weitergehen, auch wieder ein Ganzton und den kann man dann noch hochziehen bis zu zwei Ganztönen. Quasi bis hierher. Aber das mit Vibrato zu versehen, ist doch etwas heavy. Ja, genau, da kann man dann auch noch mitspielen. Genau, noch eine Stufe höher. Wieder ein Ganzton. Und je nachdem, wo wir uns gerade befinden, ich lasse nur den Loop laufen, dann fällt noch eine Terz oben drauf. Vorher noch in der Einleitung gespielt. Wir ziehen was die hohe E-Saite auf das A hoch, vom G aufs A, im Ganzton. Und ihr seht, wir haben dann gleich, und ich habe jetzt gleich die H-Saite auch noch mitgezogen, wechsel dann von dem oberen Ton auf der E-Saite auf die H-Saite.
und gehe dann zurück mit dem Band. Ups. Und Zielton wäre dann hier das C. Klingt auch cool, den Ton auf der H-Seite nur einen Halbton zu ziehen. Naja. Okay. Für die ganz Verrückten, hier auf der H-Seite eine Quarte nach oben zu ziehen. Heute nicht. Okay, was haben wir noch für C-Töne? Wir machen mal weiter auf der hohen E-Seite. Auch ein Ganzton. Vom D zum E auch ein Ganzton. Könnte man dann noch die Terz draufpacken, ist aber erheblich schwerer als auf der H-Seite, meinem Empfinden nach. So, und dann haben wir hier auf der E-Seite diesen Halbton vom E zum F. Abschließend dann noch mit der Terz bis zum, mit der kleinen Terz bis zum G. Na? Sind wir wieder da, wo wir vorhin schon waren, nicht beim hohen A. Man könnte dann noch hier auch wieder eine kleine Terz bis zum C und dann zurück aufs H. Ja, wie ich vorhin schon erwähnte, es ist eine super Übung, um auf der E-Gitarre wirklich die 10er-Seiten oder auch die 9er-Seiten locker zu ziehen. Beziehungsweise mir bringt es sehr viel, um das Vibrato von der Elektro-Gitarre noch zu verfeinern. Gehen wir mal in den Bassbereich. Ich fange an mit ganz unten.
Seitenziehen auf der akustischen Gitarre. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Tschüss!